Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal. Heute werden wir die Produkte aus der Purish Mystery Box in Zusammenarbeit mit Alicia Marie testen. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt jetzt einfach dran. So, als erstes starten wir mit einem Augenbrauenprodukt. Und zwar war da von Nabla drin, der Brow Ambition Micro Strobing Brow Pen. Ja, das ist dieser. Den werde ich jetzt austesten. Ich schaue mal, wie das funktioniert, auch für Leute, die pigmentierte Augenbrauen haben. Nehmen wir mal meinen Blumenkohl dafür. Also, ich hole euch auch noch mal ein Stück mehr. Also irgendwie habe ich da Quatsch gemacht. Wie komme ich damit nicht klar? Bisschen ausbürsten. Ich glaube, dieses Produkt wird danach weiter wandern, weil ich komme damit einfach nicht klar. Und ich habe ja vor allen Dingen recht ausgefüllte Augenbrauen schon. Weil ich, wie gesagt, ja pigmentierte Augenbrauen habe. Die zwar jetzt schon ein Jahr alt sind, aber bald auch erneuert werden. Und es ist auch nicht ganz meine Farbe, würde ich sagen. Okay, das ist jetzt gerade das Ergebnis. Nee, ich glaube, der wird weiter wandern. Der passt einfach nicht zu meiner Situation. Ja, deswegen wird der wahrscheinlich weiter wandern. Ist bestimmt ein guter Stift, gibt auch gut Farbe ab, aber ich glaube nichts für mich. So, ich werde meine Augenbrauen jetzt einmal fertig machen und dann komme ich wieder. So, als nächstes war dort eine Eyeshadow Base drin und zwar von Dominique Cosmetics, die Everlasting Eye Base, 24 Stunden Crease Proof. Ja, das werden wir doch mal ausprobieren. So, die Base ist jetzt drauf, die ist leicht gefärbt und ja, fühlt sich jetzt gar nicht so sticky an. Also korrigiert auf jeden Fall, macht erstmal einen guten Eindruck. Dann widmen wir uns der Palette, die dort drin war, und zwar ist das die Carnival All-Stars Palette. Die sieht so aus. Und ich wollte mich so ein bisschen diesem Spektrum hier widmen. Und schaue mal, was wir da so zaubern können. Ich habe jetzt einen kleinen Blendepinsel, der so ein bisschen, naja, mit dem man auch aufbauen könnte. Und werde jetzt als erstes in... Versuche mal von dunkel nach hell zu gehen. Also ich arbeite als erstes mit Mystic, das ist dieses Schwarz. So, danach gehe ich in, weil ich grünlich werden will, in Forest und blende da so ein bisschen drüber. Danach nehme ich einen breiteren Blendepinsel so, und gehe in Khaki
Also trotz, dass das so matschige Farben sind, nenne ich sie jetzt mal wegen der Farbwand hier, lassen sie sich sehr, sehr gut ausblenden. Normalerweise sind solche Farben immer etwas schwierig auszublenden. Aber die lassen sich Tatsache sehr gut ausblenden und ineinander blenden. Also funktioniert sehr gut. Dann werde ich jetzt nochmal in Clay gehen. So, ich räume jetzt mal ganz kurz mein Lid ein bisschen auf. Und zwar mache ich das mit einem Q-Tip und Augen-Make-up-Entferner. So, dann werde ich hier Tropics benutzen. Das hier außen aufgeben. So, danach gehe ich in Ecstasy und blende das so ein bisschen hier rein. Das ist noch echt wild hier. Weil ich das alles noch ein bisschen grünlicher haben will, gehe ich hier in Reef, das ist dieser Türkiston, mit dem Kleinblender hier. Dann geht das hier ganz vorsichtig nochmal in die Lidfalte. Und dann gehe ich in Silvery und tupfe das hier mittig drüber. Oder doch komplett. So, jetzt gehe ich mit einem sauberen Blendepinsel nochmal hier über die Kanten. Das soll jetzt erstmal reichen. Und dann mache ich unterm Auge quasi sauber. So, ich mache dann jetzt erstmal meine Base soweit. Und dann komme ich nochmal wieder. So, ich habe jetzt die Base soweit. Und wir haben hier auch einen Liquid Highlighter gehabt, und zwar den Linda Hallberg Cosmetics, also LH Cosmetics, Shaping Light Multi-Use Highlighter in Cool Glow. Ja, den werden wir doch jetzt mal austesten. Der ist wirklich sehr eisig. Ja, weiß ich noch nicht, ob der mir gefällt. Auf jeden Fall ist der sehr eisig. So, ich mache jetzt mal eben weiter. Es ist nämlich auch übrigens so ein Cosmetic Paint von Suva mit bei im Blau. Aber da ich jetzt grün benutzt habe, habe ich den natürlich nicht benutzt. Aber ja, ich mache jetzt einmal die Base zu Ende und dann komme ich wieder zurück. So, die Base habe ich jetzt soweit fertig und jetzt werde ich noch ein bisschen den unteren Wimpernkranz machen und nehme einfach den Blendepinsel, den ich hatte, mit all den Farben drauf. Gehe dann einfach hier unten noch ein bisschen längs. Da ist ja noch ein bisschen Pigment dran und das reicht mir schon aus. Und in den Innenwinkel gebe ich auch Silvery. Dann werde ich mir hier den
The Autumn Eyeliner von Love und Oscar Autumn nehmen. Der hat so eine ganz, ganz dünne Spitze. Der malt sehr gut, auch über den Lidschatten. So, als nächstes haben wir hier noch Wimpern dabei von Niclay, und zwar die Hardy Soft Lashes Alani und der Wimpernkleber von Niclay. Ich werde aber nicht den aus der Box benutzen, sondern den, den ich schon hier habe, weil ich habe ihn halt schon hier. Und werde das nehmen. So, schauen wir mal, ob ich das noch zuschneiden muss. Ja, definitiv noch kürzen. Sonst ist das zu lang. So, dann nehme ich hier den Kleber. Der kommt so mit so einem Pinselchen. Okay, Nummer 1 klebt. Könnte aber auch noch ein bisschen kürzer sein. Piekst mir nämlich jetzt ins Auge, weil die zu lang sind. Die mache ich gleich nochmal. So. Und dann kommen wir noch zu den Lippen. Da ist einmal dieses Lip Kit hier von Revolution dabei. Mit einem Liquid Lipstick und einem Lipgloss. Der Liquid Lipstick ist dieser hier. Der hat so ein kleines Füßchen. Und riecht irgendwie so ein bisschen nach Schokolade, aber mit Rum. Das ist einmal der Liquid Lipstick, der hat eine sehr, sehr schöne Farbe. Ist übrigens die Farbe, also es ist den, das Lip Kit nennt sich Donut Head Humor. Ja, keine Ahnung, eine andere Farbe hat das nicht. So, jetzt lasse ich den kurz ein bisschen antrocknen. Aber er sieht sehr schön aus. Und dann gebe ich den Gloss drüber. Ja, den mache ich mal kurz sauber hier. So, und das ist mein fertiger Look mit der Palette, also mit der Box. Ja, hier könnt ihr meinen Lidschatten sehen. Also wir fangen mal an von vorne, von hinten. Den Liquid Lipstick finde ich sehr schön, der hat auch eine sehr, sehr schöne Farbe. Der Lipgloss hätte jetzt nicht sein müssen, passt aber auch ganz gut dazu und hat eine ganz gute Qualität. Klebt auch überhaupt nicht, also soweit ganz gut. Dann haben wir hier den Highlighter von Linda Hallberg. Der wird wahrscheinlich bei mir weiter wandern, weil ich die Farbe nicht so mag und er ist auch nicht so intensiv, dass er dann noch durchkommt durch Puder und so. Ich habe das nämlich nochmal getoppt mit einem Puder-Highlighter. Das ist nicht so nach meinem Geschmack. Die Carnival Palette, ich mag die sowieso alle sehr gern. Ich habe schon ein paar von denen. Und man hat einfach eine super Auswahl an Farben und die sind sehr, sehr gut pigmentiert, lassen sich aber trotzdem noch sehr gut ausblenden. Also finde ich supi. Die wird auf jeden Fall bleiben und bestimmt auch oft von mir benutzt werden. Gerade für so Face Paintings und so ist sie sehr praktisch. Dann haben wir hier die Everlasting Eye Base, meine ich, von Dominique Cosmetics. Da weiß ich nicht, was ich davon halte, weil hier, seht ihr zum Beispiel schon, hat sich das schon zersetzt während des Schminkens. Also so, und dann haben wir
den Augenbrauenstift gehabt. Der ist auch nicht so geeignet für meine Augenbrauen. Deswegen wird er wahrscheinlich auch weiter wandern. Aber ansonsten ist der sehr gut. Man kann damit sehr schöne, schmale Linien zeichnen. Der Eyeliner, den mag ich auch. Der malt auch über Lidschatten. Das ist für mich so das Wichtigste. Und ja, der Lash Glue wird weiter wandern, weil ich den ja erstens schon habe, obwohl ich den auch aussortiert habe. Und ich finde halt die von Duo besser. Und die Lashes dürfen auf jeden Fall erstmal bleiben. Die sind vom Tragegefühl ganz schön. Sehen auch schön fluffy aus. Also das mag ich. Ja, ihr Lieben, das war mein Look mit der Palette. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Im Nachhinein, ich habe das Video gesehen von Nicole, Chiquita's Place. Ich kann euch das auch mal verlinken. Da hat sie auch einen Look geschminkt mit der Palette. Und in diesem Video ist mir ein total cooler Look so in den Sinn gekommen, weil ich konnte mich jetzt halt kaum mehr daran erinnern, wie ich das machen wollte. Und ja, deswegen war das jetzt improvisiert. Aber jetzt im Nachhinein finde ich ihn eigentlich ganz schön. Und ja, genau. Also ich kann euch die Palette verlinken, falls es die noch gibt. Wenn es die nicht mehr gibt, es tut mir leid, ich bin nicht früher dazu gekommen, das Video zu drehen. Aber ja, das war's mit dem Video. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und vergesst auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.